So. Dann, ja. 12% der Provinz, das war viel. Ach, nur von hier, klar. Wir sind wieder da, wir machen einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja, perfekt. Interessant. Wahrscheinlich durch die ja, Guerilla freigeschaltet. Ich würde sagen, wir folgen einfach normal den Wegen. Wir folgen Missionen. Können ja hinreiten oder rennen. Naja. Das Pferdchen, irgendwo rechts vorne. Viva Libertad. Ja, du mich auch. Random Infos, pack ein. Schatz, naja gut. Lass mich durch, lass mich hier raus. Nein. Okay, der Stützpunkt ist zum Kotzen. Zäune, wer will denn sowas? Gib mir Pferdchen, gib mir Hühot. Hühot? Hühlo? Gib mir! Oh Mann, oh. Danke. Los geht's. Los jetzt. Das war eine Mission, ich Keine weiß es Sorge. nicht. Ich tu dir nichts. Oh, halt! Voller Weg. Du dummes Pferd. Nimm mir ein Beispiel an Skyrim-Pferd. Oh, ist ja gar kein Weiterkommen. Was soll denn das? Oh, Scheiße. Dani, Talia. Ach, jetzt willst du also mit mir reden? Nein, ich will dich sehen. Wir treffen uns im Zoo bei Lavatidora, dem wilden Fahrgeschäft. Okay. Wenn das irgendein abgedrehtes Date werden soll. Beweg einfach deinen Arsch hier rüber. Und sag Paolo nichts davon. Der zerrt mich sonst zurück in diesen Scheißsumpf. Fuck you. Ich würde dich erschießen, wenn ich es könnte. Weil du so eine Bitch bist. Fertig. Naja. Ich habe eine Mission dorthin, also gehe ich dahin. Fertig. Ich drehe doch jetzt nicht um wegen dir. Nur für ein dummes, hässliches Pferd. Aber wenn ich hier scheiße raus durchkomme, egal. Na los. Egal. Hier! Komm schon. Den gefällt mir jetzt schon nicht, weil die überall Wasser ist. Erfolg. Ruhig. Alles klar bei euch? Rettet euch! Vamos. Okay. Fahren wir mal. Irgendwas sehen auf dem Weg, irgendwie Stützpunkt oder sowas. Es ist zu ruhig sonst. Naja. Hier ist was Feindliches. Yay, was Feindliches. Und ein einzelner Gegner. Ich sollte vielleicht den Straßen folgen, damit ich Stützpunkte bin, Idiot. Egal. Ja, auch komm schon. Wert. Langsam. Los. Okay. Warum nicht? Vamos, vamos. Echt mal, schießen die einfach Leute auf der Straße ab? Ich meine, ich hatte das gleiche vor, so ist ja nicht, aber... Der mehr Gegner. Hm. Ich das Gebiet mal befreien, wa? Hey, was geht? Wow, Pferd, was machst du da? Gott. Egal. Nicht nachdenken, machen. Das Thema hat man schon oft genug.
Bloß mache ich noch schnell Reisen auf hier. Für später mal. Maybe. Autsch. Neue Schnellreiseziel geht doch. Clara, ich muss Paolo helfen, seine Schulden bei einem Schmuggler namens Bembe zu begleichen. Tu, was nötig ist, Dani. Wenn Paolo dieses Lager in so kurzer Zeit bauen konnte, stell dir vor, was er für Libertad tun könnte. Verstanden, Clara. Ich hab Kiste gesehen auf Karte. Ich will Kiste haben. Los, Ketter. Hoch. Komm schon. Oh, fick dich. Mein Gott. Mhm. Hm, Kleber. Nee. Was labert ihr? Hm. Na gut, dann nicht. Das sah noch was Interessantem aus, aber wohl nicht. Geh weg. Ach, so ein Renneninfo. Na gut. Egal. Bembe ist in der Kirche. Ich frage mich, ob er um Vergebung bittet. Fuck. Ich will alle kaputt machen, aber wozu? Oh, das ist ein dummes. Kiste. Kiste. Schlecht zugängliche Kiste, warum? Eben wieder nur Kleber drin oder so. Ach toll, das ist eine Leiter. Bist du so nervig weit oben? Wenn da jetzt nicht was ganz Besonderes drin ist, dann werde ich blind. Kleber. Schuhe. Parkour. Schuhe. Naja. Aber. Wenigstens scheint ich. Oh, okay. Okay. Die sind sogar nützlich. Gib mir Run Speed für alles. Ich will mich trotzdem beschweren. Kirche. Zumindest das Symbol für die Kirche. Aber du bist hier. In der echten Kirche. Wieso ist vor mir das Symbol? Egal. Hallo. Klopf, klopf. Wo seid ihr? Bist du Bembe? Ich erkenne Sonderin, wenn ich sie sehe. Oh Gott, was bist du für ein Hampelmann? Willst du mich nicht mehr begrüßen, du Arschloch? Wenn du mich verarschen willst, Dani, verkaufe ich deine Organe an die Yankees. Und ich weiß, dass Paolos Schulden verschwinden, wenn ich dich erschieße. Nein, du hast Regeln. Du tötest, aber du bist keine Mörderin. Oh doch. Mierda, du hast mich erwischt. Komm. Was macht das aus dir? Ich töte Guerrieros. Ich töte auch Soldaten. Alles nur geschäftlich. Man kann einfach so tun, als wäre man neutral. Mein Vater war ein Guerrero, 67. Nach der Revolution schlüpfte er in eine schicke Militäruniform. 30 Jahre später kommt es zu seiner Überraschung zu einer neuen Revolution mit neuen Guerreros. Zum Dank kriegt er eine Kugel in den Kopf. Er wurde in seiner schicken Uniform verscharrt. Bist du bereit für deine Uniform, Rojas? Das könnte ich dich auch fragen. Wieso das? Eben warst du noch im Priestergewand. Ich mag dich, Dani Rojas. Machen wir Geschäfte. Scheiß Bembe. Es
heißt, dass diese kriminellen Propagandamusiker sich irgendwo in den Sümpfen verstecken. Du weißt, okay, Rojas, du musst meinen Schlüssel von meinen Geschäftspartnern abholen. Wo sind die? Im Hotel. Meine Partner heißen Dimitri und Vassili. Sie sind Russen und Zwillinge. Ich mache es dir einfacher und schicke ein Foto. Zu gütig. Angeblich ist Güte die niedrigste Form der Manipulation. Das ist ein einfacher Job, Rojas. Besorg mir meinen Schlüssel und Paolo wird dir dankbar sein. Ich will nicht Paolos Dankbarkeit, sondern seine Schulden begleichen. Das wollen wir alle, Rojas. Vor allem ich. Gut. Ich besorg dir diesen Schlüssel. Aber dann sind du und Paolo quitt. Verstanden? Ich liebe dich, Rojas. Bis dann. Standort. Oh, hier. Gut. Ja, also da er vorgestellt wurde, scheint er mir wichtig zu sein und wird mehr als eine Mission da sein. Hi. The fuck? Que vuelta. Dieser Rum, Orgullo del Toro. Ja, ja, mich auch. Überteuert. Aber es ist wo bin ich denn? Könnte ich einfach abspringen? Nee, ich habe Flugverbot ist ja wieder überall, ne? Weil ich wüsste, wo die Flugabwehr ist, wobei die könnte natürlich auch jedes Ding jetzt. Ein der roten Gebiete, das ist ein Flugplatz. Ich gehe mal hier durch. Vielleicht finde ich spontan was Interessantes. Dann müssen wir hier weiter. Hier vielleicht ein Boot oder so nehmen. Mal sehen, was ich finde. Fuck you. Ja gut, dann laufe ich einfach mal rüber. Mal sehen. Pferd steht noch in der Nähe. Oder ein Pferd. War das mein Pferd? Weiß ich nicht. Könnte sein. Ah, sieht so aus. Los jetzt. Sei brav, Pferdchen. Genau. Ganz lieb. Ich bin auch ganz lieb zu dir. Weil ich verweigere es, euch zu streicheln, weil es sinnlos Zeit verschwendet. Naja. Ganz ruhig. Zweimal random Infos. Komm, pack ein. Vamos. Da. Ja. Irgendwie rein, gib mir Infos. Ach so, Manu. Oh, hier. So eine Mission. Und weiß ich noch nicht. Los. So ein braves Pferd. Ja. So, was haben wir denn hier? So ein Flugplatz oder sowas. So sah es zumindest aus von einer Karte aus. Langsam. Ist es gefährlich. Na ja, mal sehen. Sanitäter. Nach Einspielen wieder. Nichts gesehen. Was bist du? Also ein Flugzeug. Aber naja, von wem oder was? Infos, Kisten immer gut zu wissen. Wow, wow, the hell. Wo ist denn, ach, das Uranzeug? Ah, hier. Nicht, dass ich es für irgendwas brauche, aber hey. Bist du zum Kaputtmachen? Lernen wir jetzt. Du gehst zumindest kaputt. Gibt's denen noch irgendwen oder was? Was bist du denn? Oh, ein Airdrop, I take it. Ist das PUBG oder sowas? Guter Dodge. Na gut. Warum nicht, ey?
Sonst noch was hier hinten? Ich sehe ganz viel Benzinfässer. Gut. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Geld auf die Schnelle, aber... Nehmen wir mit, warum nicht? Ah, diese Musik ist so grauenhaft. Aber ohne ist es so nervig ruhig. Ich nehme an, das ist ein Stützpunkt. Das heißt, ich muss alle Gegner weg haben. Oh, du bist hier. Komm schon. Warum ist das so extrem ungenau? Bist du nicht blind? Ja. Ja. Diese Musik, ey, so grauenhaft. Die ist noch richtig schlimm. So, das ist nur das Ding. Luftraum befreit. Yeah. Könnte ich theoretisch abspringen? Könnte ich, ja, siehst du? Hat sich ja so gelohnt. Ein Ingenieur. Guter Dodge. Warum ist der Dodge ja so random? Fuck you. Glaube ich manchmal, wozu es Schalldämpfer gibt. Oh, fuck you. Weil die hören alle so wenig. Ah, ich komme. Wo bist du? Da oben. Was war das? Rate mal. Oh, ein Gewehr. Ach, ist ein MP schon wieder. What the? Okay. Das Flugzeug gespawnt. Weißt Bescheid, ne? Noch fliegt gerade als erwartet. Okay. Habe ich den Sprung hier nicht eingenommen oder sowas? Naja, oder nicht. Komm. Gibt es hier ein Boot am Wasser irgendwo? Was bist du denn? Und da geht's raus. Oder so. Kein Boot. Ach, leck mich doch. Dann halt so langweilig. Oh, Fische. Yay. Was soll ich mit den zwei nochmal machen? Soll ich die umbringen? Das wäre nicht schwer. Hotel? Okay. Ich habe nicht aufgepasst. Ein Hotel, das sieht mir aus wie ein Stützpunkt, aber gut. Das ist ja von der Karte her. Autsch. Klopf, klopf. Jemand da? Habt ihr schon gesehen, aber wozu?
Deswegen tickert das so. Hola, Rojas. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass eventuell Soldaten vorm Hotel stehen. Ja, und? Eventuell? Hey, ich versuche nur dir zu helfen. Du hilfst den Leuten nicht, Bambi. Du benutzt sie. Das nehme ich mal als ein Dankeschön. Ach, Soldaten. Von wegen einfacher Job. Was ist die Mission nochmal? Viele, die zusammenstehen. Muss man doch irgendwas tun, was Besonderes. Sunny im Einsatz. Lauf doch nicht auseinander, Manu. Na gut, jetzt habt ihr euch getrennt. Trennt euch noch mehr. Gott. Was haben wir noch gelernt? Nicht nachdenken, einfach tun. Töten! Einfach töten! Okay. Mach dich tief. Oh, weg dich dann nicht! Du musst das Ding ausprobieren. Sofort runter. Neues. Ich habe endlich eine Anti-Heli-Waffe gefunden. Autsch. Ach komm schon. Ja, hör mich. Komm zu mir. Wieder nicht gut, ey. Kisten. Nicht da. Warum ist da was weg oben? Ah! Wieder am Anfang. Ich will die Talismane, die gut aussehen. Mann, nö. Alles klar bei dir? Bambi, du beschissener Hijo de puta. Ah, du hast also meinen Schlüssel. Sieh. Ich hab ihn von deinem toten russischen Freund. Also, Rojas, der Schlüssel öffnet einen Safe im Hotel Via Rodia. Ich brauche das schwarze Buch, das da drin ist. Was ist in dem Buch? Für dich? Paolos Freiheit. Autsch. Eiserner Vorhang. Das ist mein Name für eine Waffe, ey. Natürlich so eine Sonderwaffe, ne? Ja. Hey, bis halt ein MP, Schalldämpfer und, naja, Körper, also Fleischmunition, also Müll. Müssen wir normale MP, ne? Das ist doch, ja.
Wieso haben wir die ganzen alten Weltkriegswaffen, sag mal? Naja. Erfolg. Ernsthaft? Warum ist das immer so hin und her, ey? Dann mache ich mir doch mal den Weg hier durch und gucken, ob ich das finde. Ich meine, warum nicht? Na los. Genau. Es ist alles okay. Interessant. Ruhig. Hilf mir. Ja, ja, manchmal kann man den Helm wegschießen, aber lieber leben. Hat sich den Helm nur an manchmal in der Situation? Oder halt, dass ich ja wirklich nur an der Seite den Helm treffe und nicht durchschießt und den Kopf hier haue, oder? Naja, maybe. Kiste? Da, Kiste. Aua. Schuhe. Schutz. Schutzanzug, Schuhe. Wollen wir wetten, dass die wieder Giftresistenz haben? Bewegt sich schneller, wenn du vergiftet bist. Okay. Never mind, aber. Ja. Wenn mich irgendein Viech hauen, dann hau ich zurück. Ja, ja, ist ja gut. Danke. Ruhig, ganz ruhig. Siehst du, wozu Scheinwerfer? Die haben das nicht mitbekommen hier. Hey, ich bin an einem alten Fort. Weißt du was darüber? Das bei Segunda, ja? Castillo nutzt es, um den Schwarzmarktschmuggel zu stoppen. Einer von uns ist ihnen ins Netz gegangen. Sieh mal, was du tun kannst. Ich werde es versuchen. Du hast was. Du bist gelb. Du hast doch nichts. Warum warst du gelb? Ein Schlüssel oder sowas bei dir? Egal. Naja, random Dings, nimm mit. Gesehen oder gehört. Und zwei. Moment. Was ist so schön lachhaft? Wurfmesser fällt mir auf. Ja, ich brauche Wurfmesser. Die Rauchgranaten weglassen. Wenn wir jetzt einen EMP-Granatwerfer haben, brauchen wir keine Rauchgranaten mehr gegen Panzer. Rauchgranaten gegen Panzer ist auch eine Aussage. Kein Alarm. Yeah. Die Infos. Wenn du nur halb so viel Stress hast wie ich, besuch mal Dr. Jani Davalos. Seine Therapie ist die beste, weit und breit. Vertrau mir. Muchas gracias. Ja.
Okay. Egal. Achi. Na gut. Hast du was Neues? Ich hab teures Zeug. Es gab schon was Neues in Verteidigung. Alles schon bekannt. Explosion, Verarzten, allgemein nach dem Verarzten, okay. Es dauert länger, bis du entdeckt wirst, ohne bei das Misstrauen, egal. Verteidigung, Weichziel. Eine Explosion. Verteidigung gegen Weichziele, schon wieder. Allgemein Verteidigung erhöht sich nach Gesundheit. Wirst du viel schneller, nachdem du Pesos erbrichst. Bildungsschwindigkeit nach dem Kopfschuss, okay. Maximal Ausdauer. Machet. Respekt und Dynamiket. Bla, um Seiten. Ach, die Seiten macht Kistings. Ja, ist nichts Neues. Alter, eine Explosion. Auto-Elm-Wurf-Äxte. Teilung beim Visieren. Ja, ist, glaube ich, nichts Neues bei gewesen jetzt. Fucking Impro-Waffen. Sie sagt Scheiße. Fertig. Hallo. Werkbank? Ja, Werkbank. Na, Werkbank, danke. Rauchgranaten, Messer. So. Ah, da haben wir Ext. Lautlauses, du kannst die umwerfen. Wozu? Was gibt es denn noch? Ferngesteuerter EMP. Oho. Ringsatz. Ach, C4. Ja. Ich soll den Namen gucken, das hilft. Industrieller Werkstoff. Wait, what the frick? Ein Auto geschützt. C4 wäre auch noch interessant. Ich weiß auch nicht wofür, aber. Was braucht das? Industrieller Werkstoff. Verkauft ihr das Zeug? Als irgendeine Besonderheit oder so. Robust Zeug, robuste Plastik. Nö, sehe ich nichts von. Ich habe keine Ahnung, woher ich es bekomme. Bin ich doch zu faul, um zu suchen. Und dass ich noch nichts davon habe, ist wohl nicht normaler Loot, I guess. Könnte von diesen Nebenmissionen scheiße sein. Ich hoffe nicht. Schießpulver. Ja, mittlerweile haben wir davon genug. Ziemlich nicht. Da oben. Minikiste. Gib mir einen sinnvollen Waffenanhänger. Wait. Wo bist du? Ach, vor der Tür. Sorry. Sag das nochmal. Hier soll eine Kiste sein. Da unten. Ah, da. Da Symbol. Ah, gut. Ist das eine Rose? Haben wir gerade tatsächlich einen hübschen Anhänger bekommen? Werkbank. Ja, sterb leise. Soll ich nicht Anhänger? Wahrscheinlich nicht, oder? Aussehen. Nups, nur Dings. Mündung, Dings, nicht Dings. Auch nichts Relevantes Neues. Irgendwas auch Spaß mitnehmen. Mit Kapazitäten, Körpertrefferschaden. Ja, maybe. Da schon wieder Industrie-Zeug. Fuck. Gezielte Schüsse. Aber warum nicht?
Solange die Waffe dadurch nicht doof aussieht. Anhänger. Yay, eine Rose. Finde ich gut. Krieg jede Waffe einfach. I guess. Wie sieht's denn aus? Ist denn auffällig? Passt schon. Muss auch einen haben? Yes. Das Herz haben wir noch nicht zufällig gefunden. Ne? Nö. Ne. Ah ja, Bogen. Das soll ich auch rumtragen, ne? Witzigerweise. Hehe, Baumel. Du kannst weitermachen. Steh auf, dann heulst du nicht so rum. Genau, Bingo, bla bla. Wo bin ich jetzt hier? Das ist schon mal eingenommen. Hat sich gelohnt so halbwegs. Ja, wegen der Waffenkiste. Accessoire. Mir egal. Ihr seid eigentlich immer ganz interessant gewesen bisher. Gut, aber auch eine Kiste. Egal. Soll ich den mal annehmen? Aber wo könnte der lang sein? Wieder hier hin soll oder so? Habe ich keinen Bock. Bin faul. Bin sogar zu faul dafür. Fuck it. Wir gehen einfach Hauptmission weiter. Also danach hin. Haben wir Luftsprung? Nicht. Kaum zugänglich. Aber ich kann auch hier springen. Was soll's. Ja, macht mal. Infos. Oh, und Autos. Info. Giftmülldeponie. Okay, das sagt mir jetzt doch gar nichts. Das ist neu. Rennen. Nochmal rennen. Gleiche Info. Frech. Was ist denn eine Giftmülldeponie? Jage Block und tausche sein Leder. Ein Sonderjagd. Okay. Gegen einzigartige Jagdrüstung. Ist das von hier eine Besonderheit? Bin ja mal schon da auf dem Rücken. Wenn wir hier vorne fertig sind. Dunk. Ja, ich bin ruhig. Sieht aus wie das Hotel. Und was für eine Überraschung. Die Armee ist... Bembe, ich bin beim Hotel. Die Armee aber auch. Ich nehme an, das wusstest du schon. Es sind die kleinen Überraschungen, die das Leben erst lebenswert machen. Erspar mir den Blödsinn. Lass mich raten. Ich soll sie für dich ausschalten, ja? Siehst du, deswegen mag ich dich, Rojas. Leg die Soldaten nicht für mich um. Tu es für Paul. Ziel verloren. Durchkämmt das Gebiet. Da! Mach den! Da! Scharfschütze! What the frick? Oh.
Du warst böse. Stirb. Was noch ein Viech? Ihr seid so viele Viecher. Hey, du. Ich hab schon wieder zu viel Spaß daran, böse zu sein. Na gut. Wir haben Schlüssel, das heißt, aua, wir suchen irgendwas, was man aufschließen kann. Ein Schließfach oder sowas war das? Na komm, geh da. Also, mach was. Ich dachte, ich habe einen Schlüssel vorhin bekommen. Na, kommst du zu mir? Willst du mich ärgern oder willst du weglaufen? Willst du mich ärgern? Jaguar, nur Fleisch. Nicht das Fell, nur Fleisch. In die Häuser gehen, ne? Der Safe ist im Restaurant. Schön. So liegt hier eine random. Amerikanische Waffen. Scheiße, die könnte lieber Chad gebrauchen. Das sollte ich mir ansehen. Juan, ich habe deine Info zu einer Waffenlieferung. Amerikanisch. Interesse? Interesse? Dani, bei dem Gedanken daran bekomme ich multiple Orgasmen. Sag mir sofort Bescheid. Ekelhaft. Aber mache ich, klar. Gott. Na oh, toll. Da, lass mich hoch. Blub, blub, blub. Ich bin fertig, Bembe. Ich hab dein Buch. Muy bien, Rojas. Rojas, jetzt weiß ich, warum Clara so fest an dich glaubt. Du bist ein gutes Mädchen für alles. Glaubst du nicht, dass ich mehr drauf hab? Beweis es. Ich muss dir rein gar nichts beweisen. Sag mir, wo wir uns treffen. Ich bin am anderen Ende der Nordbrücke des Hotels. Weil du bist hier? Naja. Ich hab zwar einen Schlüssel aufgehoben, aber nicht für den... Eingang. Schön. Darf ich den erschießen, wenn ich ihn sehe? Oder gibt es eine Sequenz, damit ich ihm nichts antun kann? Tippe darauf, dass es eine Sequenz gibt. Und all das für ein Buch. Scheiße, Wasser. Oh no, oh no. Schade, er ist unsterblich. Oh no. Du bist okay. Buen trabajo, Rojas. Danke, dass du meinen neuen Hafen gesichert hast. Ich dachte, du willst das Buch aus dem Safe. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist das Hotel Via Rodia das wahre Juwel. Der beste Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchtest nur jemanden, der die Konkurrenz ausschaltet. Die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und den Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt zu mir. Wir sind hier fertig, aber du hast noch reichlich zu tun, Rojas. Du hast einen Teil von Paolos Schuld beglichen, aber längst nicht alles. Keine Sorge, ich habe noch mehr Arbeit für dich. Leider muss ich den am Leben halten, wa? Alles wieder gut! Wie geht's, Rojas? Jeden Moment
Ich habe ein paar Kunden, die unbedingt aus diesem Paradies raus wollen. Du wirst ihnen dabei helfen. Ich habe dir einen Lastwagen dagelassen. Benutze ihn, um meine Kunden zu den Docks zu fahren. Dort wartet ein Schiff. Die Docks werden gut bewacht, also musst du dich etwas anstrengen, um kampflos an ihnen vorbeizukommen. Da kommt Rafael Marrero ins Spiel. Er ist Fälscher und ein sehr wichtiger Kunde von mir. Seine Papiere bringen dich durch. Erledige das für mich und Paolos Schulden sind beglichen. Alle gewinnen. Ja, ob das stimmt. Wenn das Boot ablegt, legt es ab. Okay. Jetzt brauche ich die erstmal nicht mehr. Hey. Kenn ich die Waffe nicht? Die scheint einfach nur besser zu sein. Hier habe ich ein bisschen was eingebaut, aber... Ach, so eine ist das. Egal. Und so funktioniert, wir bleiben dabei, fertig. Aus von Abschluss. Ah, weg. Wollte dich da. Jetzt will ich mal ansehen, was das mit euch auf sich hat. Ah, lala. Wir haben ein weiteres Zielobjekt für dich, Dani. Es ist eine Flugabwehranlage. Ich markiere sie dir. Danke sehr. Gut. Gut zu wissen. Okay, naja. Da in der Nähe bin ich jetzt nicht, aber da muss ich später mal hin. Da muss ich sogar jetzt wegen dem Typen hin. Cool. Naja, da leuchtet alles. Oh, oh. Dani! Dani, Dani, Dani! Was willst du, Bicho? Nichts. Obwohl, nein, es ist besser als nichts. Versprochen. Treff mich im Lager. Ich hab da eine Idee. Ciao! Okay. Paolo, ich hab gerade mit unserem gemeinsamen Freund Bembe geredet. Was hat er diese Schlange zu sagen? Er meinte, wenn ich noch einmal die Drecksarbeit für ihn mache, ist deine Schuld beglichen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich würde es wieder tun, um mich und Talia aus Yara rauszuschaffen. Dani, ich weiß, welches Risiko du für mich eingehst. Das werde ich nicht vergessen. Dank mir erst, wenn ich lebend zurückkomme. Ich nehme es einmal in die Hand kurz, um zu gucken, was das ist, aber ich müsste eines dieser tausend Gewehre, die man kennt. Keine Ahnung. Wie viel, wenn du 10 verschiedene Shooter gespielt hast, hast du alle Waffen, die es gibt, irgendwie mal gesehen. Nicht oder so. Wollte ich nur gesagt haben. Aber die, ich kenne sie aus Battlefield 4? Maybe. Muss nicht sein, aber könnte sein. Hier gibt es ein besonderes Tier, habe ich gehört. Zeig dich. Findet.
Ui. Aua. Nicht fair. Nicht gewusst, dass sein Gift instant tötet. Okay, nochmal ein richtig. Vielleicht eine richtige Waffe nehmen. Was auch mal richtig bedeutet. Du Fetti. Aber dem nur einen Rauch vollgeben, da. Na, Pathfinding-Probleme. Anders renovierte oder was auch immer du warst. Okay, jetzt war ein bisschen sehr einfach, dadurch, dass er hängen geblieben ist, aber ich werde mich nicht beschweren. Sagen wir einfach, da es ein Tier war, habe ich in die Beine kaputt geschossen und das hat vollkommen Sinn ergeben, dass der nicht hinterher rennen konnte. Ape-Bombe. Achso. Will ich erstmal dahin gehen, um das dazu machen? Ich gehe mal hier hin, bevor ich 100 Missionen auf einmal habe und wir den Überblick komplett verlieren. Wir nehmen das, was schon da ist. Welcher war denn was? Was mit der Tussi? Ach, das ist mit den Waffen. Da haben wir irgendwas zufällig gefunden. Na gut, das ist eine Nebenmission nur, aber egal. Da freut sich unser einer Hauptperson. Unser einer Hauptperson. Ja, ich spreche Deutsch manchmal. Bist du schon beim Zug? Nein. Wie hätte ich das machen sollen? Mich beamen? Hey, du bist aber empfindlich. Ich reagiere allergisch auf dumme Sprüche. Ich melde mich, wenn ich da bin. Von Zug? Ach so, das ist von der anderen da, oder? Egal. Hallo, ich suche etwas. Kiste. Ich hätte gern irgendein Sprungmodul, um einfach schnell hochzuhüpfen. Dann halt übers Haus. Ja, es wäre sehr cheaty und cheesy. Einfach über ein Sprungmodul, aber zeitsparend. Wego-Mantel. Und du bist Verteidigung gegen Feuer. Gut. Dingens. Eine richtige Stadt hier. Weiß ich gar nicht. Naja. Lass mich ruhig sehen, ich habe mich nicht versteckt. Hellblauen Schiffscontainer von McKay. Ich muss Stadt durchsuchen. Ja. Hellblauer Container. Dingt erkennbar. Außer ich finde die Container. Oh, Container, hellblau. Lass mich rein. Du bist der MP. Kannst du auch Zäune kaputt machen? Sieht nicht so aus. Noch mehr Müll. Wo sind die Waffen? In einem anderen wahrscheinlich.
Finger. Nichts passiert. Mann. Okay, ein Hund? Wie kommst du denn hier rein? Ey, bist du Boomer? Aus 5? Juan, ich habe die Waffen und einen Hund gefunden. Ein Hund, ja? Hunde sind im Krieg äußerst nützlich, das zeigt die Geschichte. Sargento, Stubby, Chips, Nemo. Hat er schon einen Namen? Nein, noch nicht. Warum nicht, Danny? Er hat keine Identität. Gib ihm einen Namen. Okay, wie wär's mit Bum Bum? Gut, du musst ihn abrichten, sofort auf die Coronis zu gehen. Ich mag meine Hunde wie meine Kriege. Brutal, unvorhersehbar und mit viel Gerubbel. Ich hab das Gefühl, Bum Bum hat echt eine Menge Temperament. Na? Streichel. Amigos. Ich will die ganze Zeit ignorieren. Ich komme sofort. Da ist was los im Untergrund. So. Mierda! Sorry, was kann der denn? Amigo. Ihr wart ja komplett nutzlos. Ablenkung und Denken, aber ich will ja unbemerkt bleiben. Anzeiger, das klingt erstmal interessant. Erst tritt der jede Welt beim Montana Land. Ressourcen von den Gegnern, okay? Ich wollte dich nicht wegschicken, egal. Lass nur Ressourcen von 10 leicht sammeln. Was krieg ich dadurch? Macht die dir die tierischen Instinkte deines vierbeinigen Freundes zunutze. Markiere die Standorte von feindlichen Truppen und Tieren in einem heimlichen Angriff zu planen. Wow. Hey, du bist wirklich Boomer. Ganz ehrlich, ich werde es schnell. Ich werde gucken, ob das der wortwörtlich gleiche Hund ist, ob er so aussieht. Ja, das sind, glaube ich, schon vollkommen egal. Lass markieren. Okay, das wird wahrscheinlich von alleine kommen. Maybe. Noch mehr markieren lassen. Aber egal, kannst mir sagen, was du willst. Will ich wieder rufen, cooldown, geh runter. Ach, egal. Hey, unschuldiges Tier. Stirb. Never mind. Das war der. Dann können wir gleich hier bleiben, ne? Die wollte uns haben, Hauptperson. Inoffiziell. Egal. Wie ist das nächste dorthin, was in der Nähe ist. Aber nicht heute. Ich mit meinen Ausreden etwas nicht zu tun. Ja, das richtig Angst eingejagt. Ja. Was machst du denn hier, ey? Naja. Markieren wir es mal, damit wir es richtig haben. Na gut, whatever, wir sind raus, bla bla bla.